Hallo und so ein Tschüss dabei bist. Wir spielen mal wieder eine Runde Supercraft und ich denke mal, man sieht eine kleine Veränderung oben links in der Ecke. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit meinen Mund offen haben, weil ich Allergiker bin gegen praktisch alles, was rund um die Jahreszeit irgendwie rumfliegt, auch in der Wohnung. Tja, ich denke mal, ich werde auch nicht so viel in die Kamera gucken, weil ich das nicht gewöhnt bin, obviously. Und wenn ich es verkackt habe mit irgendwas, mit Licht oder so, dann wird die Facecam auch gar nicht eingeblendet sein. Das heißt, vielleicht habe ich auch einfach gerade nur sinnlosen Scheiß gelabert. So. Wir bauen natürlich Bäume ab, weil, warum machen wir das? Warum machen wir das? Wir brauchen eigentlich Essen. Aber die Hühnerfarm ist irgendwie ein bisschen kaputt geleckt. Ist ein bisschen kaputt gegangen irgendwie, hat jemand gesagt. Also da fehlen irgendwie 3 Hühner oder so. Ich habe jetzt noch 1 da drin. Ist natürlich nicht so effektiv. Und Scheiße, Creeper. Wie gesagt, wir probieren es einfach mal aus und der wird schon wieder von dem Skelett erschossen. Ich kann nicht wirklich durch die Nase atmen und ich verhungere. Ich habe nichts zu essen, ja geil. Außer den Apfel, aber den wollte ich ja behalten. Zombiefleisch esse ich nicht. Ein Hühnchenei ist wieder da. Ja gut, dann ist das Holz wenigstens nicht komplett nutzlos. Kann man Leiter nämlich draus craften. Da kann ich da mal eine Leiter. Upsala. Ja. So craftet man Leitern. Das ist alles 1.10 einfach. Das sind alles neue Rezepte hier. So. Kommen wir mal da hoch. Zack. Nehmen wir noch ein Hühnchen. Ach. Mann, da sind nur 2 Federn drin. Das kann doch gar nicht wahr sein. Aber wir haben ja noch ein Feld unten. Stimmt. Abbauen. Habe ich eine Hake? Brauche ich ja gar nicht. Nicht abschießen. Gehört sich. Nicht abschießen. Fick dich. Komm her. Oh, egal, haben wir Knochen. Können wir auch direkt das Feld weiter bepflanzen oder wieder hochboosten. So. Zack. Und direkt wieder abbauen und zack, zack, zack. Können wir auch mal hier weiter anpflanzen. Ja doch, ich habe meine Hake dabei. Zack. Gut, dann kann es auch weiter wachsen. Und tja, ich habe auch eine neue Tastatur. Die sollte leiser sein. Ich denke, man wird überhaupt nichts mehr hören eigentlich. Auch wenn ich jetzt Jump'n'Runs und so spiele. Was ich vorhabe, ich will mich jetzt aus der PvP-Szene raushalten. Und zwar, weil es mich halt mega abfuckt. Jedes Mal, wenn ich Bad Wars spiele, dann kommt jemand mit diesem hässlichen Breezy Bridge an. Oder die scheiß Cobweb-Taktik, die ich überhaupt nicht abhaben kann. Ich hatte noch Leitern. GG. Also es PvP fuckt mich einfach viel zu sehr ab, als dass ich es nochmal aufnehmen möchte. Vielleicht irgendwann mal so zwischendurch, wenn ich gerade wieder richtig Bock drauf habe, aber dann werden es auch nur 2 Runden sein. Und dann hat es mich wieder so abgefuckt, dass ich es nie mehr spielen möchte. So. Ja, wie gesagt, ich habe wahrscheinlich ziemlich viel meinen Mund offen. Was machen wir jetzt? Wir wollten irgendwas. Ja, wir wollten uns Brot craften vielleicht. Warum craftet man Brot? Warum backt man es nicht? So. Ich glaube, das. Ja, wir kommen mal wieder. Wir haben mal wieder genug Essen, um zu sprinten und zu regenerieren. Aber ich werde mir jetzt erstmal regenerieren lassen. Und dann gucken wir, ob irgendjemand gerade. Der ist noch online. Ja, nur Mr. Miner. Alter. Der war großzügig gebaut. Aber hier gehört wieder mir, ne? Ich will auch ein bisschen größer bauen. Sieht halt bis jetzt wahrscheinlich nicht so. Man sieht einfach gar kein Haus. Hör ich das mal an. Das ist kein Haus. Das ist ein Erdhügel mit Wohnungen drin. Das ist fast so wie ein Erdmännchen. Haus. Gibt's Erdmännchenhäuser? Wer weiß. Oh, da können wir. Genau, da können wir. Der ist bestimmt gerade nicht online. Und dann nehmen wir das und pflanzen es auch gleich wieder nach. So. Ab, ab. Abpflanzen, was weiß ich. Die Hälfte war Kartoffeln, die andere Hälfte. Oh, der hatte sogar Karotten. Nein, eine will ich doch haben. Weil sonst kann ich ja nichts nachpflanzen. Und den Rest hier so schön. Aber auch nachgepflanzt. Wir sind ja sozial. Ist ja ein soziales Projekt. Minecraft. Sehr sozial. Hat man auch im Chat hier gesehen. Die schnauzen sich alle an. Ja. Super sozial. Gut. Wir sind wieder fast voll, aber jetzt. Oh fuck. Nein. Scheiße.
Ich spreng wieder meine Sachen in die Luft. Was heißt wieder? So, machen wir auch das Feld mal größer, weil jetzt brauchen wir echt viel. Ich will jetzt einfach Essen sammeln und dann vielleicht irgendwie eine Goldfarm haben. Eine ganz kleine. Und, oder halt nur Gold. Und dann mache ich mir ganz viele goldene Karotten. Ich glaube, das ist noch nicht so das Klügste, möchte ich mal. Also, was heißt das Klügste? Es ist einfach effektiv. Und zwar richtig hoch 20 effektiv. Und wenn jetzt hier jemand ins Zimmer reinkommt, der kriegt aber richtig einer auf die Fresse. Nicht essen. Giersch, Vogel, was auch immer. So. Ist wieder schön bepflanzt alles. Auch das mit Karotten und Kartoffeln. Dann können wir die vier Kartoffeln direkt in den Ofen hauen. Stimmt, wir können ja auch Kartoffeln einfach braten. Das ist doch viel effektiver als scheiß goldene Karotten. Die schreien einfach erstmal im Hinterzimmer rum, danke. Ich wünsche mir gerade, dass man das hört. Hört man's? Oh, ich kann wieder durch meine Nase atmen. Ich weiß zwar nicht, wie viele Sekunden das hält, aber... Ich kann durch meine Nase atmen. Das ist so schön. Ja, gut ist auch anders, aber egal. So. Ja, hier ist nichts drin. Warum gucke ich denn jedes Mal erneut in diese Kackkiste rein? Da würde nichts reinkommen. So, haben wir denn Slabs hier? Können wir auch mal im Haus weiterbauen? Ich hasse Familien. Warum? So, wie hatten wir das geplant? Wir wollten auf jeden Fall... Och, kacke, hier ist schon der Berg wieder zu Ende. Egal, dann habe ich eine Idee eigentlich. Dann tragen wir das nämlich hier alles komplett mal ab. Also was heißt komplett? Halt so weit, wie wir es brauchen. Und dann gucken wir mal. Ich denke, hier werden wir so ein relativ gemütliches Wohnzimmer hinquetschen können. Fragt sich bloß wie. Es wird ein paar Jahre dauern, auf jeden Fall, um das abzubauen. So. So, so, so. Und abbauen. Und dann, ja. Kommt da erstmal ein Creeper. Nee, du darfst mir jetzt nicht bei der Arbeit helfen. Boah, aber Sand. Boah, Alter, sogar gar nicht wenig Sand. Den nehme ich natürlich gerne. Dabei kannst du mir helfen. Also wenn du auch mir Sand bringen möchtest, gerne. Ich hasse Sandfarm. Sandfarm ist richtig behindert. 25 Sand durch eine Creeper-Explosion. Ich bin glücklich. Ich denke mal... ich werde mal die Hälfte verarbeiten oder so. Ja, wow, die Hälfte von 14 ist auf jeden Fall 5. Weil hier hätte ich da... Boah, Alter, das wird ja richtig geilo. Geilo! So, bauen wir nämlich hier. Hier so eine... So eine, ne? So eine... Wer weiß schon, was ich meine, ne? So eine hin. So ein Balken. Und dann bauen wir das Ganze zweimal hin, weil... Zweimal ist besser als einmal, logischerweise. So. Und dann bauen wir hier einen Boden hin. Keine Ahnung. Was ist denn als Boden immer so? Ich mag Rigs, aber für Wohnzimmer jetzt nicht so, sondern eigentlich hätte ich das hier lassen können. Ich wollte hier Teppiche vielleicht machen. Aber Teppiche sind ein bisschen aufwendig. Und hier muss auf jeden Fall eine Runde Holz hin erstmal. So. Tja. Pilze sind auch wieder gewachsen, bringen mir immer noch nichts. Aber die werden mir auch, glaube ich, noch eine halbe Ewigkeit nichts bringen, weil ich halt einfach keine roten Pilze finde. Du chillst einfach direkt vor meinem Haus. Finden Leben oder so. Oh, cool. Bogen. Bogen. Bogenland. Ich habe nur eine Kartoffel dabei. Ja, was ist denn heute los? Warte. Ach, scheiße. Was ist da unten auch noch? Ein Creeper? Eigentlich hätte ich da farmen sollen. So. Es wäre einfacher gewesen. Also, da gehen wir mal. Wir gehen mal wieder. Wohin gehen wir gerade?
Ja, keine Ahnung. Irgendwie, eigentlich muss ich da hinten in Chang laden lassen, aber gleichzeitig muss ich halt auch Sachen fürs Haus eigentlich besorgen. Das passt nicht so gut zusammen, habe ich so das Gefühl. Warum kratze ich mich im Kopf? Weil ich, also es juckt deshalb. So, wir können auch farmen gehen, aber dann wird der Chunk wahrscheinlich wieder nicht geladen. Das ist auch nicht so geil. Stimmt, wir haben jetzt eine riesen Öffnung im Haus, wo Mobs rein können. Vielleicht sollten wir das als erstes fixen. Dafür können wir die Stämme gebrauchen. Ich muss das nur halbwegs wieder herrichten, oder? Ich mache das einfach wieder ganz gestriegelt. Oh, das wird wieder ewig dauern, bis ich diesen scheiß Berg weggebaut habe. Aber es lohnt sich in den meisten Fällen. Nee, das ist so nicht. Oh, jetzt ist meine Nase wieder zu und ich kann nicht. Oh, meine Schaufel kaputt gegangen. Scheiße. Hier lang, da lang. Und hier und zack und zack. Oh, nee, so nicht. Ja, keine Ahnung, passt. Das soll weg. Ich brauche eine Schaufel und eine Schaufel dauert alles viel länger. Logisch, oh, ich habe noch eine Kartoffel. Nice. Zack. Ja. Ich laufe Brain AFK durch die Welt. Zack, noch ein bisschen Eisen. Und dann eine Schaufel, eine frische Eisenschaufel. Ich nuschel. Ja. Gut, können wir das hier auch wegmachen. 11 Minuten, haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir können auch diese Steine eigentlich so als Boden verwenden. Aber für ein Wohnzimmer, ich weiß nicht. Haben wir diese weiße, wie heißt denn das? Diorite. Wow, wir haben ein Diorite. Damit komme ich nicht weit. Dieser Rhyme, Alter. Ich werd wie Manuel Rapper. Einfach richtig. Ja. Weil so viel Dummheit muss ich mir selber mal in den Kopf fassen. Gut. Aber hier ist Diorite. Gut. Da haben wir den wahrscheinlich auch von hier. Ist ein bisschen arg dunkel. Aber Brightness ist auf Bright. Ah ja, wird schon passen. Zur Not mache ich es ein bisschen heller. Cool, ja, ein bisschen Diorite, ein bisschen Hühnchen und eine Pizza. Was? Oh, ich guck doch nicht auf die Haltbarkeit von einer Spitzhacke. Scheiße. Warte, das soll aber nicht schön gebaut werden. Ich muss mich hochbauen, ich habe ja keine Spitzhacke mehr. So, dann laufen wir schnell hoch, holen uns eine neue Spitzhacke. Was brauchen wir noch? Wir brauchen eine Spitzhacke. Vielleicht brauchen wir noch eine zweite Spitzhacke. Und vielleicht nehmen wir das Bone Meal. Also das Bone Meal, um noch ein paar Kartoffeln hochzuzüchten, weil ich glaube, mit einer Kartoffel kommen wir nicht, weil die muss ich jetzt auch schon wieder essen, das heißt, wir haben gar nichts mehr. Geil. So lässt sich doch leben. Warum hast du aufgehört? Aus irgendeinem Grund hat die Kamera gerade aufgehört, keine Ahnung. Lutschi, lutschi. Was wollten wir machen? Wir wollten eine Spitzhacke craften, dafür brauchen wir Eisen, ich glaube, wir nehmen einfach mal das Ganze. Wir werden schon nicht sterben. Ich hoffe, ich habe sie nicht gerade an und wieder ausgemacht. Das wäre ein bisschen dumm. Egal. Passt schon. Passt. Glaubt's mir einfach. Also ich glaube, Kartoffeln sind das Effektivste. Oh, es hat perfekt gereicht einfach. Alles vorgeplant. Wir haben wieder nur 4 bekommen. Danke. Warum denn nicht 5? Warum 4? Das ist die Hälfte von einem Kohlestück. Das ist behindert. So. Nee, hier ist nix. Hier ist auch nix. Danke. Ich will doch auch... Oh, warte mal. Genau, wir wollten ja mit dem Diorite mal gucken. 20 Stück sollte... Ja, das kann man eigentlich ganz gut nehmen. Wir werden das natürlich auch noch in die Richtung ausbauen. Ich denke mal, das geht voll klar, wenn wir Diorite nehmen. Ja, ich denke mal, wir nehmen Diorite. Es sieht ganz nett aus. Es sieht halt einladend aus. Und das ist für mich oder für meinen Geschmack ein ziemlich guter Aspekt für ein Wohnzimmer. Ja. Da haben wir noch 3 Blöcke. Gut. 1, 2 und 3. Das war eine sehr schöne Handbewegung, gell? Aber das ist meine Vorwarnung, falls doch jemand reinkommt. Trotz dem Schild an der Tür. Es ist genau auf Kopfhöhe oder auf Augenhöhe.
Familienmitglieder, bitte. Bitte. Das ist genauso wie wenn man von einem scheiß Rango gewone-shottet wird als Malphite. Ja, okay. Stopp. Ab hier versteht keiner mehr was. Entei. So. Ersetzen wir das auch nochmal, weil das sieht behindert aus, wenn da auf einmal Stein drin ist. Okay, das sieht auch ein bisschen behindert aus. Also auch weg damit. Und zack. Ich denke mal, damit beenden wir die Folge. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wir müssen halt eigentlich mehr oder weniger auf die Hühnerfarm warten. Wenn jetzt hier ein Huhn rauskommt, dann... Scheiße. Ich kann ihn noch nicht abstellen. Muss ich in, keine Ahnung, ein paar Stunden halt eigentlich nochmal was aufnehmen. Aber es ist gerade 23 Uhr. Das heißt, ein paar Stunden ist doof. Das heißt, ich werde... Ich brauche eine Kiste. Ich habe noch Holz. Zack. Es hat wieder ein Ei gelegt. Gucken. Immer noch keins. Okay. Dann kurzer Prozess. Das kommt weg. Das kommt hin. Und dann werden alle Eier aufgefangen. Das ist ja logisch. Da hätten irgendwie 9 Stacks in den Dispenser hier reingepasst. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen knapp, wenn ich jetzt wieder 12 Stunden oder so nicht online bin. Deshalb lieber so und dann ist sicher. Und dann... Ja, denke ich mal, haben wir dann in der nächsten Folge hoffentlich ein paar Eier. Tja. Wir müssen halt jetzt sozusagen warten. Ich hoffe mal, irgendjemand läuft in den Schank rein, weil sonst haben wir wieder nichts. Vielleicht stelle ich mich auch auf K hin. Tja. Eigentlich muss ich das hier zumachen. Ich habe Angst, dass hier sonst ein Creeper reinläuft und mir alles wieder wegspringt. So, ich spawne und dann kaboom, weg. So, jetzt sind wir sicher. Jetzt kann ich offline gehen und ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, meine Facecam nimmt überhaupt noch auf. Und ich hoffe auch, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss.